Letztes Spiel in Cottbus, Pokalfinale, eigentlich perfekte Kulisse, oder? Bis aufs Ergebnis aus deiner Sicht. Ja, das ist richtig. Also mehr geht eigentlich nicht. Ergebnis lassen wir mal außen vor, ja. Fürs letzte Spiel war es, hätte es besser nicht sein können, in Cottbus, eine schöne Kulisse. Ja, und vielen Dank an die Fans für die warmen Worte. Und am Ende ja auch noch André Thoms rufe hier. Ich meine, du bist schon einige Jahre nicht mehr sportlich hier, aber die Verbundenheit scheint immer noch da zu sein. Ja, definitiv. Ich lebe ja hier, meine Kinder sind hier, meine Partnerin. Ich arbeite hier, wohne hier, von daher ist es normal. Ich habe gerade bei den Kollegen auch schon gesagt, zeigt doch, dass man in der Vergangenheit nicht allzu viel falsch gemacht hat. Wie geht es aus deiner Sicht mit Energie weiter? Was wünschst du dir? Ich wünsche mir, dass Energie schon am Mittwoch das relativ klar gestaltet, wie zum Beispiel Wien, Wiesbaden gestern oder aber auch Stuttgart, um dann wirklich nächstes Jahr in der dritten Liga spielen zu können.